Jürgen Klopp beendet nach dieser Saison seine legendäre Zeit bei Liverpool. Bedeutet, jetzt kann ein neuer Trainer kommen und eine neue Ära einleiten. Und genau die Situation nutzen wir in diesem Showdown aus, denn ich trete an gegen Chris aka Leches, um herauszufinden, wer den FC Liverpool erfolgreicher umbauen kann. Und damit Servus oder so und willkommen zu endlich mal wieder einem Sprint to Glory Showdown auf meinem Kanal. Aber das Besondere ist, wir haben eine ganz neue Kombination am Start. Ihr seht es ja selbst auf beiden Seiten, Facecam unfassbar. Mit dabei ist der Chris, der Leches. Leute, was geht? Servus auch von meiner Seite. Es ist brutal, ihr seht mich grinsen. Ich darf mit Hansus ein Video aufnehmen. Viele von euch wissen das vielleicht, also alle zumindest die von meinem Kanal. Es ist eines meiner großen Vorbilder. Ich habe damals auch als Mitgrund, ja, dank Hansus und auch Dennis mit YouTube selber angefangen. Und deshalb ist es eine extreme Ehre für mich auf jeden Fall. Ja, sehr schmeichelhaft. Wir haben auch schon vorher ein Video zusammen aufgenommen. Das ist dann auf Chris' Kanal. Link ist in der Videobeschreibung. Checkt das unbedingt ab. Hier in diesem Showdown jetzt nehmen wir als Verein den FC Liverpool, um herauszufinden, wer von uns beiden der bessere Klopp-Nachfolger ist. Die Regeln des Formats blende ich euch hier jetzt noch ein. Aber während dem Video erklärt sich das sowieso von selbst. Und dann jetzt Daumen rein. Wir starten in die 20 Minuten Sommertransferperiode und bauen den FC Liverpool um. So in etwa stelle ich mir meinen FC Liverpool vor. Und ja, ihr seht richtig, mit Trent im Mittelfeld. Denn der gute Chris ist der absolute Experte, was Positionsumformungen angeht. Da habe ich ihn nochmal gefragt, was ist da bei Liverpool am besten. Und Trent geht scheinbar absolut heftig hoch, wenn man ihn zum ZM umformt. Das heißt dann aber, wir brauchen auf alle Fälle einen neuen Rechtsverteidiger. Ja komm, nicht so viel labern. Reinstarten in die 20 Minuten. Und damit in die Neuverpflichtung von Kyle Walker. Ja, ich weiß, der ist schon 33 Jahre alt. Aber für eine Saison sollte es schon noch reichen. Und wir schwächen einen direkten Konkurrent mit Manchester City. Und für sein Rating ist er halt verdammt günstig. Nur 27 Millionen für einen Spieler mit einer 84. Und dann kann es also losgehen. 20 Minuten laufen in 3, 2, 1. Let's go. Unsere Mannschaft in Bestbesetzung. Seht ihr im Hintergrund. Das ist okay. Das ist solide. Ich würde auf jeden Fall langfristig mit Salah gehen. Trent Alexander-Arnold, Positionswechsel ins zentrale Mittelfeld. Das will ich auch machen. Ich setze genauso auf Kapitän Van Dijk, Robertson auch und Alisson. Ihr merkt aber, es soll ein neuer Innenverteidiger kommen. Neuer Achter, Zehner, Stürmer, linker Flügel. Das wäre mal grob der Plan. Von vornherein haben wir extrem viel Geld. Das seht ihr jetzt da gleich im Hintergrund. 181 Millionen. Und durch Verkäufe, Erlöse daraus, sollen logischerweise mehr Millionen aufs Konto kommen. Und irgendwie ist gefühlt keiner so wirklich safe. So viele könnten den Verein verlassen. Erstmal großer Ausverkauf. Und dann startet für uns die Einkaufstour. Alle geplanten Verkäufe sind jetzt durch. Die seht ihr soweit im Hintergrund. Von Thiago bis oben Luis Diaz, unter anderem 35 Millionen. Joe Gomez, Konaté zu den Spurs für 56,5. Und hier auch noch Diogo Jota, 85,9. Das ist die meist eingenommene Ablösesumme. Wirklich crazy. Wir haben jetzt insgesamt auf dem Konto 534 Millionen. Dreierschlag in Sachen Neuzugänge. Erstmal nur Backups. Zumindest mal auf langfristige Sicht geplant. Es ist zwar nur eine Saison, aber Lucas Vazquez kann man plus 2 im Gesamtrating. Vom rechten Verteidiger nach vorne, rechter Flügel umtrainieren, wird unser Backup-Flügelspieler. Kun Castells ersetzt hier dann auf jeden Fall hier Gallagher und Luka Modric. Der wechselt hier für 10,7 Millionen und Konstantinos Tsimikas im Tausch. Einfach, dass man auf der Bank auch noch ordentlich Qualität hat. Und jetzt wird der Fokus auf die Startelf gelegt. Mein zweiter Einkauf wird ein zentraler Mittelfeldspieler, aber da habe ich jetzt schon so ein bisschen Angst, dass Chris auf den kommt später, weil es schon wieder ein Spieler von Manchester City ist, Bernardo Silva. Ich habe Ryan Grafenberg noch mit eingetauscht, 65 Millionen und dann haben wir den Portugiesen hier. Und für einen IV reicht die Kohle auch noch. Und das, obwohl ich bis jetzt noch niemanden verkauft habe. Das sind halt die Tauschdeals, ne? Die werden hier gerade meine Freunde Ronald Araujo, Joe Gomez abgegeben, 72 Millionen. Und schon haben wir noch eine richtig heftige Innenverteidigung. Geld ist aber halt auch gar keins mehr da. Aber dann verkaufe ich jetzt halt richtig viele Spieler. Wobei richtig viele wahrscheinlich eine Übertreibung ist, so ein paar. Und damit sind jetzt wieder 85 Millionen am Start. Und da kommt Jeremy Frimpong von der Werkself, die aktuell europäisch noch immer ungeschlagen sind. Er hat eine 84, 88er Potenzial. Trent Alexander-Arnold soll ja ins Mittelfeld auf die 8 vorgezogen werden. Dementsprechend können wir auch hier Gravenberg im Tausch dazugeben und 25,9 Millionen noch zusätzlich obendrauf. Also, das ist der erste Deal. Damit wir die Viererkette jetzt natürlich komplettieren, mit ihm, mit Van Dijk und hinten links Robertson, brauchen wir noch einen Innenverteidiger. Den finden wir dann für über 67 Millionen Euro ligaintern beim FC Arsenal in William Saliba. Rekordtransfer. Bis hierhin, Paulo Dybala wird neuer Spielmacher für die 8er-Position. Übereinkunft mit PSG und Kylian Mbappé. Ja, das ist doch bis hierhin mal richtig zufriedenstellend. 155 Millionen. Ein Haken hinter die Sommertransferphase 1.0. Ist die erste, zugleich auch letzte. Es wird ja nichts weiteres dazukommen, außer eine Wintertransferphase. Aber ganz ehrlich, ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Es muss gar nicht mehr passieren.
Und gucken wir jetzt ganz kurz auf den kompletten Überblick. Sehen wir Modric, Castells, Vasquez, Frimpong, Saliba, Dybala, Mbappé und Saka. Insgesamt sind das 8 Neuzugänge. Wir sind fertig. Was für ein geiler Transfersommer. Und vor allem auch, was für eine Bank noch dahinter. Das muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Und damit wird sich dann abschließend noch ein 10er gesnackt. Und es ist niemand Geringeres als Lionel Messi. Der hat einst so ein krankes Freistoßtor gegen Liverpool geschossen. Und jetzt spielt er einfach auf seine alten Tage selbst nochmal hier an der Anfield Road. Hat nur 47,5 Millionen gekostet, hat eine 90. Ich habe es mit Tauschangeboten bei Wirtz probiert, das hat nicht geklappt. Und ihr habt ja gerade gesehen, es sind noch 33 Millionen übrig für die Wintertransferphase dann. Man kann Messi halt leider nicht mehr umtrainieren. Boah, ich hoffe, der kommt da trotzdem auf Spielzeit, weil ich kann die Position auch nicht anpassen. Und ich will eigentlich schon unbedingt mit einem Stürmer spielen, weil Schot dann eine 85 hat. Also mal schauen, ob der Plan aufgeht. Vielleicht wird er mir ja eh gleich weggesniped. Jetzt werden Spieler aus den Teams rausgeschossen. Wie viele Transfers hast du insgesamt getätigt? Es ist ein bisschen was geworden. Also ich bin insgesamt bei 8 Neuzugängen. Ah, deswegen hast du auch so lange gebraucht, wie du vorhin gesagt hast. Bei mir ist es genau die Hälfte. Okay, aber es reicht. Also bei mir sind, muss ich auch dazu sagen, nicht alle für die Startelf. Also da sind 3 typische Backup-Spieler mit dabei. Okay, vorhin habe ich angefangen. Jetzt darfst du mir deine ersten 5 Spieler nennen. Okay, alles klar. Es geht erstmal auf die, ja, 10er-Position. Nicht jeder von den Spielern ist ursprünglich 10er, kann aber spätestens problemlos dorthin umtrainiert werden. Also ZOM gibt es zur Auswahl. Einmal Neymar Junior, wir haben Paulo Dybala, wir haben Lionel Messi, wir haben Martin Ødegaard, Liga-intern, genauso Liga-intern und auch von der Konkurrenz wäre Bruno Fernandes. Boah, du hast halt so viele Transfers getätigt, ich weiß gar nicht, wo du das ganze Geld her hast. Es ist auf jeden Fall einiges passiert in Sachen Verkäufe, also das kann ich schon, also zwangsläufig, klar, ich denke, das ist schon klar bei so vielen Transfers. Ich brauche die Listen immer zweimal. Okay, also kriegst du nochmal, wir haben Neymar, wir haben Dybala, wir haben Messi, wir haben Ødegaard und wir haben Bruno Fernandes. Ich finde, eine gute Mischung aus Alter, Rating und Preis hat Dybala und deswegen sage ich Dybala. Ja, und deshalb ist Dybala auch nur eine ganz kurze Zeit jetzt hier im Liverpool-Trikot gewesen. Es ist Dybala geworden. Let's go! Ja. Na, Mann, man muss Szoboszlai zwar ran, aber ich hätte schon gerne Dybala behalten, der vor allem von einer 86 auf eine 88 geht, wenn man ihn von MS auf ZOM umformt. Einfach der perfekte Start. Ja, tut weh. Aber naja, gut, dann bin ich gespannt. Ich will natürlich von dir dann gerne auch jemanden wegsnipen. Ja, wir fangen einfach, beziehungsweise wir bleiben einfach bei der gleichen Position, weil ich habe auch einen 10er geholt. Okay. Und ich gebe dir zur Auswahl Messi, Wirtz, Ødegaard, Nkunku und James Maddison. Also ich bin ganz ehrlich, 4 Neuzugänge, okay, ist schon krass. Ich weiß nicht, was die Sachen verkaufen bei dir, G. Aber Messi, nee, würde ich ausschließen. Wirtz und Ødegaard war der dritte, glaube ich, gell? Ja. Nee, würde ich auch ausschließen. Also ich gehe mit Nkunku oder mit Maddison. Und Nkunku schon interessant. Maddison vom Rating her, glaube ich, der mitschwächste aus der 5er-Auswahl. Ich würde... Komm, ich gehe mit Nkunku. War mein erster Gedanke, locke ich direkt ein. Also Maddison hat auch eine 86, das gleiche Rating wie ein Nkunku. Ja, beim Nkunku besseres Potenzial und so. Ja, ja, aber ich habe, also du hast die Spannung komplett rausgenommen direkt, weil du hast Messi ausgeschlossen und ich habe Messi genommen. Ach nein, wirklich Messi. Ja, gut, für ein Jahr, also ich glaube, da passt es doch schon ganz gut mit Messi. Ja, man kann ihn halt nicht umtrainieren, das ist ein bisschen blöd, das hättest du mir vorher sagen sollen. Ja gut, dann würde ich mich doch einfach direkt jetzt hier mal weiter einreihen, oder? Zweite 5er Auswahl. Let's go. Ich starte rein. Wenn wir schon ein Thema Stürmer oder MS haben, gehe ich doch einfach mal zu meinem typischen Stürmer. Ich habe nämlich den neuen Stürmer verpflichtet. Zur Auswahl gibt's, das sind die 5 besten gemessen am Gesamtrating, außer Robert Lewandowski, der aber eben ein bisschen zu alt war. Ich wollte jetzt nicht zwingend den Ältesten. Es gibt zur Auswahl einmal Lautaro Martinez, wir haben Erling Haaland, wir haben Harry Kane, wir haben Victor Osimhen und zu guter Letzt mit einem auslaufenden Spielervertrag Kylian Mbappé. Ich nehme ihn nicht nur, weil er beim FC Bayern spielt. Ich will halt nicht zu viel spoilern. Deswegen sage ich jetzt einfach, ohne weiter zu kommentieren, Harry Kane. Okay, es ist nicht Harry Kane geworden. Und okay, was wäre dein zweiter Pick geworden? Das würde mich vielleicht noch interessieren. Boah, dafür musst du es nochmal sagen. Also es war Kane, es war Osimhen, Lautaro Martinez, es war Haaland und Mbappé. Ja, dann wäre ich auf Lautaro oder Osimhen gegangen. Weil Haaland und Mbappé direkt ausgeschlossen waren. Ja, weil die halt schon sehr teuer sind. Du hast 8 Spieler geholt, aber wäre crazy. Es ist Mbappé geworden, ja, für 155 Millionen. Der hatte den auslaufenden Vertrag. Ich habe echt gehofft, dass du nicht auf den gehst. Hat funktioniert. Aber ich glaube, du wirst später schon merken, warum es dann auch für die Transfers gereicht hat. Aber schießt du doch gerne erstmal mit deiner zweiten 5er-Auswahl los. Meine ist zentrales Mittelfeld mit De Bruyne, Valverde, Bernardo Silva, De Jong und Pedri. Oha. Ah, nee, erster Gedanke war Bernardo Silva oder
Kevin De Bruyne und ich gehe mit nicht dem Stärksten, sondern mit Bernardo Silva. Oh, jetzt hast du auch eingetroffen. Ja, endlich, ey, auch mal Snipe. Let's go, okay. Aber gibt es noch Backups bei dir, die den kompensieren können? Ja, ja, Thiago ist noch da, McAllister ist noch da, die können das machen. Okay. Ich mache einfach direkt mal mit meiner letzten und dritten Fünfer-Auswahl weiter oder schließ ab. Ich habe einen neuen Flügelspieler verpflichtet und die sind eigentlich alle recht identisch. Brutale Qualität, starkes Rating, gutes Potenzial. Wir haben einmal für den Flügel Kvisha Kvaratskhelia, wir haben Bukayo Saka, wir haben Rafael Leao, wir haben Rodrigo und wir haben Federico Valverde, der glaube ich gerade auch in deiner Auswahl war. Den kann man auch problemlos auf den Flügel umtrainieren. Genau, das wären die fünf. Boah, da waren so viele Grinde dabei. Also irgendwie, also rechts hast du halt, ich weiß nicht, ob du Salah noch hast natürlich. Habe ich noch, ja, kann ich auflösen, habe ich noch. Ja, da muss ein linker Flügel sein, dann glaube ich, wäre es zum Beispiel nicht, weil Werder ist ja kompletter Quatsch. Wobei, linker Flügel geht wahrscheinlich auch umtrainieren, oder? Bei ihm, um ehrlich zu sein, ohne dass ich es jetzt schon durchgeführt hätte oder dir das offenbaren möchte, glaube ich, es ist LFRF oftmals komplett identisch. Ja, stimmt. Ich sag trotzdem Rafael ja auch. Oh, ich dachte gerade schon. Es ist Bukayo Saka geworden, Liga-intern tatsächlich. Ich sag mal, letzte Runde bei mir, das sind die Innenverteidiger. Okay. Und ich habe dir da auch wieder eine heftige Auswahl zusammengeschustert. Aus Ruben Dias, Marquinhos, Eder Militao, Bastoni und Araujo. Ja, okay, das ist krass. Oh, ist wirklich schwierig. Ich will aber gar nicht so viel Zeit eigentlich verschwenden. Ruben Dias oder Marquinhos, ich gehe mit Ruben Dias. Ja, der wurde es nicht. Ich habe keinen weiteren Spieler von City geholt. Beziehungsweise habe ich eigentlich schon, aber der ist jetzt nicht auf der Liste. Kyle Walker habe ich noch für rechts hinten verpflichtet. Araujo habe ich Araujo, für die IV. Okay. Ja, ist aber auch krass. 86, glaube ich, gell? Und ein 91 oder 90er Potenzial. Der hat das höchste Potenzial von allen Innenverteidigern. Stark. Dein anderer Transfer noch, der vierte, war dann welcher? Ja, das war Kyle Walker. Ach, das stimmt. Gerade eben schon gesagt. Natürlich, klar. Okay, dann löse ich mal ganz kurz auf. Also neben Saka, Mbappé, Dybala ist es noch Saliba für die Innenverteidigung geworden. Rechtsverteidiger Jeremy Frimpong, weil ich habe Trent Alexander-Arnold als Achter umtrainiert. Backup-Flügel wird Lucas Vazquez, den kann man auch umtrainieren. Kun Castells ist mein Backup-Torhüter und Luka Modric ist mein aktueller noch Stammachter, könnte sich aber ändern im Laufe der Saison durch McAllister. Wollt noch so ein bisschen was für die Kaderbreite tun. Alles klar, dann gebe ich jetzt mal Bernardo Silva frei. Einfach 13,4 Millionen kostet das. Das heißt, ja, ein bisschen was habe ich noch übrig. Ich glaube, ich will trotzdem Wintertransfers tätigen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe, glaube ich, auch noch ein bisschen was übrig, aber im Winter können wir ja dann schauen, inwieweit das noch für beides so in Frage kommt. Ich habe jetzt übrigens Dybala hier auch weg abgestoßen. Ja, war eine kurze Amtszeit bei ihm. Schau Dybala und wir simulieren in den Januar. Also ich würde sagen, dein Team ist besser, das Gute ist, das heißt im Karrieremodus oft einfach rein gar nichts. Und damit schauen wir uns die Tabellensituation an. Erstmal zeigt der FA Cup an, da bin ich in Runde 3, aber ich glaube, wir steigen da erst ein. Von daher heißt es einfach gar nichts. Und wir können zur Premier League wechseln und da bin ich schon mal Erster. Sehr nice. Wie viele Punkte? 48. Oha, hast du überhaupt eine Niederlage oder? 2. Okay, ich habe nur eine, aber ich habe 5 Punkte weniger. Ich habe 43 Punkte. Bin aber auch Erster, 2 Punkte vor United und 4 insgesamt vor City. Ja, ich bin 3 vor Arsenal und 9 vor Aston Villa. Also der zweite Platz soll es mal mindestens sein. Carabao Cup wurde schon gespielt, da bin ich im Halbfinale. Ja, da wäre ich eigentlich auch, wenn ich zuvor gegen Leicester City gewonnen hätte. Habe ich aber zu Hause nicht. Ich war ja bis im Viertelfinale und dann war für mich Endstation. Das heißt, da habe ich schon mal einen Punkt mehr als du. Stand jetzt, ja. Und bei mir vor allem, auch ganz verrückt, wir haben ja einmal noch Leicester gegen die Wolves und das andere Halbfinale ist Sheffield Wednesday gegen Barrow. Also crazy. Völlig unterklassig. Aber naja, einer von denen wird auf jeden Fall ins Finale gehen. Letzter Wettbewerb ist hier die Europa League, richtig? Mhm, genau. Geht's weiter? Muss man in die Vorrunde oder wie sieht's ja, aus? Ja, ich muss in die Vorrunde. Oh, gegen no. Wen? Gegen Lazio. Auch noch ein richtig guter Gegner. Ja, das ist wirklich ein guter Gegner. Also ich bin froh, dass ich die Vorrunde überspringe. Ich bin Erster, 14 Punkte in der Gruppe. Na, ich habe 10 geholt und Saint-Gilloise hat 15. Die haben einfach alles auseinandergenommen. Crazy. Ja, die müssen bei mir die Vorrunde gegen Sociedad. Ich glaube, Sociedad und Lazio nimmt sich wahrscheinlich so nicht ganz so viel. Aber bis jetzt ist noch absolut alles drin. Also hier ist eigentlich wirklich rein gar nichts entschieden. Und damit kaufen wir jetzt noch ein letztes Mal ein. 10 Minuten haben wir beide. Und du holst auch jemanden jetzt, oder? Ja, ich werde es auf jeden Fall probieren. Also ich habe noch 62 Millionen und ich habe ja Dybala abgeben müssen. Heißt, vielleicht hole ich noch einen neuen Zehner. Ich guck mal, was da möglich ist. Vielleicht auch Tauschdeal, aber ich setze mich auf jeden Fall ran. Stimmt, ich brauche jemanden fürs Z-Time. Auf geht's. Ich starte. Ich hatte jetzt gerade erst meinen Timer mit den 10 Minuten und Chris hat mir gerade schon geschrieben, dass er komplett fertig ist. Perfekt. Ich habe jetzt noch ein paar Spieler von der Laie zurückgeholt, die ich hoffentlich verkaufen kann. Also in der Theorie ist die Transferliste sehr, sehr voll. Und bis zum Deadline Day werde ich auch zumindest noch Sepp Vandenberg, Thiago Carvalho, Phillips und Doug los.
Dadurch habe ich jetzt 82 Millionen am Start. Wir sind inmitten der Transferverhandlung. Der Timer läuft. Ich hab's verpeilt. In 3, 2, 1, let's go. 10 Minuten. Ja, wir werden die nicht brauchen. Denn ich habe eigentlich die Hoffnung, dass wir hier recht schnell zu einer Übereinkunft kommen mit Manchester United. Szoboszlai im Tausch. Vielleicht 30. Na, no, 30. Ich wollte 30 Millionen oben drauf geben. Naja, 40 ist auch okay. Es würde nämlich außerhalb von Bruno Fernandes sowieso nichts mehr passieren. Wenn wir den jetzt eben gesniped bekommen, müssen wir gucken. Vielleicht McAllister dann auf die 10 oder mit 3 Achtern spielen. Mit Modric, Trent Alexander-Arnold und McAllister oder eben Harvey Elliott dann auf die 10er-Position. Was ganz egal ist, wir haben also eine gewisse Absicherung, haben jetzt deutlich zu viel hier für den Portugiesen gezahlt. Kapitän hier ja auch bei den Red Devils, der wechselt jetzt also ligaintern von Manchester United zu einem der größten Rivalen der Red Devils, also zu den Reds nach Liverpool. Und damit ging es ganz kurz, nicht mal eine Minute und wir sind fertig mit unserem Transferwinter. Und ich glaube, bei Hansus wird einiges passieren. Ist vielleicht schon passiert oder wird jetzt danach? Und dann geht es auch schon ans Ende der Saison. Wobei, nein, diesmal dürfen wir ja auch nochmal snipen. Und damit hole ich dann einfach schon wieder einen Rechtsverteidiger. Kyle Walker hat es nur ein halbes Jahr hier ausgehalten. Aber er ist halt auch vom Rating her ordentlich runtergegangen. Und Di Lorenzo hat immer noch eine 85. Und auf den letzten Drücker verpflichte ich dann auch noch Leon Goretzka fürs zentrale Mittelfeld. 42,5 plus Endo. Mbappé habe ich halt jetzt leider keinen. Und trotzdem kann sie das Team doch sehen lassen. Und bis jetzt stimmen die Performances eigentlich auch. Dadurch, dass Leches auch einen Spieler geholt hat, können wir jetzt auch im Winter ins Sniping reingehen. Ich habe zwei verpflichtet, das weißt du ja schon. Ja. Vorhin hast du zuerst die Auswahl genannt, richtig? Ja, genau. Da dürftest du jetzt eigentlich reinstarten. Genau, jetzt starte ich rein und ich starte mit einem Rechtsverteidiger. Und zwar haben wir da Hakimi, Di Lorenzo, Reece James, Keita Balde und Masraoui. Eieieiei. Könntest du nochmal die ersten drei bitte kurz wiederholen? Hakimi, Di Lorenzo, Reece James, Balde, Masraoui. Okay. Hakimi oder Reece James, sage ich. Also auf die zwei würde ich mich jetzt festlegen. Hakimi, Reece James wäre Konkurrenzschwächen. Und ich glaube, wir, oder du in dem Fall, hast die Konkurrenz geschwächt. Ja, komm, ich lock Reece James ein. Ich habe Di Lorenzo verpflichtet, natürlich. Ach, nein. Ich dachte, der ist vielleicht, wobei ich weiß nicht, schon ein bisschen älter als die anderen Kandidaten. Aber ich dachte, der wäre eventuell zu teuer. Aber okay, stark. Dann darfst du den behalten und wen noch? Du kannst ja gleich gerne schon mal direkt auflösen noch. Dazu habe ich noch Leon Goretzka geholt für das zentrale Mittelfeld. Ist jetzt kein nennenswertes Upgrade, weil McAllister ist auch noch da mit einer 84, aber hey. Mhm. Ja, okay, aber trotzdem, kann man auf jeden Fall machen. Also beide Spieler dürfen bei dir bleiben. Bei mir kann es ja maximal nur einer sein, der halt eben aber leider auch noch gesniped werden kann. Ich habe einen neuen Zehner geholt. Nicht jeder ist typischer ZOM, kann aber problemlos dorthin umtrainiert werden. Ich habe, den musste ich ja noch zuvor in der Sommertransferphase abstoßen, Paulo Dybala auf der Liste. Wir haben dann Bruno Fernandes, wir haben Kevin De Bruyne, wir haben James Maddison und wir haben Nkunku. Ich glaube, die waren doch auch bei dir zuletzt, oder? Im Sommer waren die nicht auch beide irgendwie in der Fünfer-Auswahl? Ja, sag mal nochmal, sag mal nochmal. Also wir hatten Dybala, ja. Bruno Fernandes, ja. De Bruyne, ja. Madison und Nkunku. Du hast halt nicht so viel Geld, dachte ich eigentlich. Du warst so sauschwendig. Also ich hatte noch 62 Millionen und, das kann ich dir auch noch gerne dazu sagen, es war mit einem Tauschdeal verbunden, ja. Okay, ja, dann ist schon. Also das soll dich jetzt weder irritieren, dass ich irgendwie, also ich kann ja auch noch immer Geld auf dem Konto dann übrig haben, ne? Das, ja, also, der mitgünstigste davon ist James Maddison, deswegen sage ich James Maddison. Wäre langweilig, die Baller einfach zurückzuholen. Nee, die Baller ist es auch nicht geworden. Es ist aber auch kein James Maddison geworden. Ich habe Bruno Fernandes verpflichtet. Ach Mann, nach dem habe ich auch geschaut, das zentrale Mittelfeld, aber der war zu teuer. Und damit dürfen wir auch im Winter unsere Spieler warten. Nimmt man ja gerne mit. Genau, das heißt jeweils ein Snipe im Sommer und jetzt geht's an die entscheidende Phase, denn wir simulieren. Oh, ich hasse diese Kalender-Simulation, wenn man immer diese schrecklichen Ergebnisse da sieht, aber gut, wir simulieren ans Ende der Saison, dann finden wir heraus, wer gewonnen hat. Jetzt wird's richtig spannend. Das geben meine Ergebnisse auch absolut her, weil zum Beispiel in der Premier League kann ich es gar nicht einschätzen, wo ich gelandet bin. Es lief jetzt nicht schlecht, aber es lief auch nicht überragend. Es geht rüber zur Zentrale, zur Tabelle und da sieht man direkt, einen Titel habe ich schon mal geholt. Ja, da mache ich es dir gleich. Ach, also, Mann! Den sehe ich tatsächlich auch. Europa League, ne? Ich habe den anderen Erster gesehen. So. Aber es könnte ja noch einer dazukommen. Ich war im Europa League-Finale einfach gegen PSG. Oha, krass. Ich war im Finale gegen Leverkusen in der Europa League. Hast du auch gewonnen, oder was? Könnte sein. Ja, du darfst es ja sagen. Ja, also ich habe es vorhin im Kalender gesehen, ja, aber ich bin jetzt noch nicht offiziell da drauf, aber ich habe es auch gewonnen. Ja, habe ich richtig gesehen. Ah, ich glaube, du gewinnst. Aber es wird sau eng auf alle Fälle. Jetzt gehen wir mal zur Premier League und da wurde ich Erster. Let's go. Okay, da mache ich es dir tatsächlich auch gleich. Ach Mann, ey.
Wie viele Punkte sind denn bei dir gesamt? 85. Oha, gut. Ja, ich habe eine nahezu perfekte Rückrunde gespielt, auch gefühlt gegen jeden direkten Gegner von oben gewonnen. Ich habe 93 Punkte, habe 11 Punkte Vorsprung auf United. Ja, ich habe 3 auf Arsenal. FA Cup waren wir ganz okay, aber nicht überragend. Sind wir bis in Runde 6 gekommen. Okay, heißt für dich gibt es 1, 2, 3 Punkte. Für mich 4, 5, 7. Denn ich habe den FA Cup tatsächlich gewonnen. Im Finale gegen die Spurs dann 2-0. Hast du einen Zwischenstand? Wir haben in der Liga beide 22 Punkte geholt. Im FA Cup du 3, ich 7. Also es steht jetzt 25-32. Wir wissen ja aber, im Carabao Cup gibt es auf jeden Fall mal mehr Punkte für dich als für mich. Ist das so? Ja, oder? Also, weil ich bin ja schon raus gewesen, wo wir im Winter geguckt haben. Stimmt. Ja, ich hab's gewonnen. Ja? Ey, okay, also warte mal ganz kurz. Dann, wann ist die Einstiegsrunde? Runde 3? Ich glaube, ja. 1? 3 war ich drin. Ja, Runde 3 muss okay. Das sein. Also jetzt will ich 1, so 3, 4, 6 Punkte. Und für mich gibt es 2. Okay, dann ist alles doch wieder ausgeglichen, oder? Ja, wie steht's jetzt? Es ist, also jetzt müsste es 31-31 stehen. Genau, die 4 Punkte Differenz aus dem FA Cup machst du jetzt im Carabao Cup wieder weg. Okay, crazy. Ja, sonst haben wir nicht mehr viel. Wir haben nur noch Europa League, die wir beide gewonnen haben. Du auch gewonnen? Ja, sag ich doch. Ach so, ich dachte, du warst so im Finale. Dann habe ich vor lauter gar nicht mitbekommen, dass du das gewonnen hattest. 2-1 gewonnen. Okay, also dann heißt es 2, 4, 6, 8, 12 Punkte für uns beide. Also dann ist es ein Gleichstand. Es müsste jetzt ja 41-41 stehen. Crazy. Ja, genau. 41-41. Trainer des Monatspreise. Vielleicht gibt es da ja schon... Wenn die das jetzt entscheiden. Also da muss ja ein bisschen was da sein. Also bei beiden. Das wird mich echt überraschen. Ja, viele habe ich nicht. Wie viele? 2. Okay, ich habe 3. Ich habe einen mehr. Die Statistiken entscheiden das Ganze. Trainer des Jahres warst du nicht zufällig, oder? Ich schaue nochmal, aber ich glaube nicht. Okay. Nein, war ich nicht. Okay, weil bei mir stand da auch ein Nein. Heißt, Statistik. Oh, das ohne Gegentor. Ich habe 60 Einsätze, Alisson. Ich habe nur 7-0. 64 Einsätze, 12-0. Okay, dann geht der Punkt an dich. Vorlagen ist richtig stark. Richtig stark. Da steht jetzt wieder ausgeglichen, ne? Tore und Vorlagen entscheiden. Es ist 42-42. Bei mir ist okay. Okay. Ja, also ich habe, glaube ich, noch nie den besseren Vorlagenwert gesehen in all meinen SDGs. Ja, ich habe 17, das ist safe. Ne? Oh, das ist aber auch stark. Ich habe 23 mit Mbappé. Okay, das heißt, ich kann nur noch auf ein Unentschieden rankommen. Genau, wenn der Punkt jetzt an dich geht, ist es unentschieden. So steht es jetzt gerade 43-42 für mich. Also er hat haufenweise Tore geschossen, aber er hat auch 63 Spiele gemacht. Ich glaube, du bist besser. Mbappé. Steht eine 3 davor? Ja. Ah, okay, ich habe 2 Spieler mit einer 3 davor. Mbappé hat 30 und Salah hat 36. Nein! Ein Tor, meiner hat auch 36. Nein! Es ist sogar ein Unentschieden in dem Punkt. Beide einer. Ja, aber dann hast du mit einem Punkt gewonnen. Wenn Salah ein Tor mehr geschossen hätte, dann wäre es komplett unentschieden gewesen. Dann wäre es komplett unentschieden, ja. Oh mein Gott. Ey, also solche enge Shoutouts gibt es gefühlt wirklich nie. Also es müsste 44 bei mir, 43 bei dir sein. Ey, wie krass. Also das ist wirklich richtig geil. War ja richtig spannend bis zum Ende jetzt. Bis zum Ende spannend. Generell sehr, sehr nicer Showdown. Wenn ihr noch mehr davon haben wollt, Link zum nächsten Showdown beim Chris direkt in der Videobeschreibung unten. Lasst einen Daumen da auf diesem Video gerne. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Brian. Und jetzt gehört dir die Endcard. Du musst die Endcard abmoderieren. Achso, was sage ich da? Muss ich da hier was Spezielles sagen? Du kannst sagen, was du willst. Achso, ist auch egal, wie lang die. Muss nicht eine gewisse Zeit haben. Maximal 20 Sekunden, aber du hast jetzt schon fast alles geschafft von der Zeit. Achso, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Ehre. Lasst Liebe da, alle die von mir kommen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ciao, ciao.